Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt ungefähr 21:30 abends und ich fange jetzt erst an, ein Video für euch zu drehen, das morgen auch online kommen soll. Etwas spät, Dani. Alles gut. Ich war heute ist Samstag und wenn das Video online kommt, ist Sonntag. Alles gut. Ich war mal wieder eine Runde bei Rossmann. Rossmann ist bei mir am nächsten. Meine nächsten DMs sind zwischen 17 und 20 Kilometer von mir weit entfernt. Ja, da muss man halt gucken, wann man da mal im DM fährt. Da ich ja halt auch noch berufstätig bin, ist es halt dann nicht immer allzu einfach, mal eben in DM zu fahren. Wie gesagt, der Rossmann, der bei mir in der Nähe ist, der ist zwar ziemlich klein, da kriegt man halt so, das Nötigste, sag ich jetzt mal, bekommt man da auf jeden Fall. Und ja, und ich möchte euch diese Tüte gerne zeigen, was der Inhalt ist. Das ist auch ganz schön schwer. Ich würde sagen, ich greife einfach in die Tüte rein und zeige euch, was dort sich befindet. Und wir fangen mal ganz uninteressant an Handseiten. Die hier riechen richtig nach Kirsch. Die riechen richtig, richtig, ich muss sagen, richtig geil. Ich bin eigentlich nicht so der Kirsch-Fan, aber diese beiden Seifen sind richtig geil. Und zwar auch der Spruch ist richtig mega. Und zwar in liebevolle Hände abzugeben. Den fand ich irgendwie voll süß. Und da wir zwei Badezimmer haben, müssen natürlich auch zwei Handseifen her. Und ich finde die einfach nur geil und ja, die mussten unbedingt in den Einkaufskorb. Dann habe ich hier noch was ganz Einfaches, wozu ich eigentlich in den Rossmann wollte. Wir brauchten ein bisschen Zahnpasta. Ja, da haben wir die Rossmann Eigenmarke Procudent genommen und sie macht einfach das, was sie soll. Zähne putzen, Mundgeruch, Ade. Bisschen Deo dufte auch mit und ich habe hier von Pink Kiss wildfruchtiger Duft von Dusch das. Das habe ich schon öfters mal nachgekauft und ich finde diesen Geruch einfach mega. Er riecht so, ich versuche ihn euch jetzt mal zu beschreiben, damit ihr so ein bisschen, kennt ihr diese Marke überhaupt? Also es sieht so richtig ladylike aus, also diese Verpackung, also so richtig pink. So richtig so blumiger Geruch, so ein, wie die Shampoos auch. Also ich mag das, wenn das so ein bisschen nach, als wenn frisch geduscht riecht, so riecht das auch. Und ich mag das total gerne. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das, also ich habe das früher auch oft gekauft. Und ich wusste gar nicht, dass das noch existiert. Also so von den wenigsten Produkten, wo man sagt, oh, die bleiben eh nicht lange im Sortiment, ist das schon ziemlich lange im Sortiment. Ich habe das, ist schon wirklich, wirklich, wirklich. Und es ist ein Antitranspirant, das finde ich auch ganz wichtig, weil ich habe einige Deos schon mal gehabt, da habe ich dann nachher so unterm Arm halt so einen weißen Streifen gehabt. Oder man riecht halt im Nachhinein noch nach Aluminium, das finde ich dann nicht so klasse, aber dieses hier, ich mag das besonders gerne. Also wenn ihr mal im Rossmann oder DM seid, riecht mal dran. Duften hier auch noch mal so ein paar Reinigungstücher mit von Isana Yang. Da habe ich auch die passende Feuchtigkeitscreme zu. Und ich habe letztes Mal, in meinem letzten Haul hatte ich so eine Probierpackung von diesem hier. Und die sagt mir echt gut zu. Also sie nehmen das Make-up runter, sie machen das Gesicht sauber. Und es ist nicht so parfümhaltig. Ich mag also mein Gesicht, wenn ich irgendwie was sehr, sehr stark Parfümiertes in meinem Gesicht gebe oder drüber gehe, dann kriege ich Ausschlag. Also das kann ich so, oder wenn halt viel Alkohol im Spiel ist, kriege ich das auch. Und bei diesen Tüchern war das nicht der Fall und deswegen habe ich mir die auch nochmal nachgekauft. Und kann ich euch auch nur empfehlen, ich sag mal, feuchte Tücher sind feuchte Tücher. Da muss man jetzt nicht gucken, muss ich jetzt die von BB, Nivea oder sonstiges haben. Also ich nehme einfach die mir gerade gefallen.
Dann habe ich hier wieder eine, habe ich hier noch eine Seife mitgenommen. Und zwar soll die jetzt für meine Pinsel dienen. Und zwar habe ich die sonst immer mit Shampoo oder Haarshampoo gewaschen. Und irgendwie funktioniert das im Moment nicht so, dass die richtig sauber werden. Und jetzt habe ich gesagt, oh, ich nehme jetzt einfach eine stinknormale Handseife mit. Also das ist so ein Block, ist das. Und die halt nicht sehr parfümiert ist und die halt halt wirklich irgendwie einfach nicht so heftig duftet. Und das war jetzt hier die von Isana Cremeseife Soft mit rückfettenden Lanolien oder wie das auch heißt. Ich kann das irgendwie nicht so aussprechen. Und ja, ich werde das mal ausprobieren, ob die Pinsel danach auch sauber werden. Ich zeige euch das mal von nahen. So sieht das Produkt aus. Also riechen tut es auf jeden Fall etwas, aber nicht zu stark. Das war mir halt ganz wichtig. Und ich stand da vor den Seifen, oh Gott, schon ewig keine Blockseife, sag ich jetzt mal, gekauft. Und da weiß man dann auch nicht, was man da haben möchte gerade. Ne? So, und dann war ich dann auch noch in der Duschgelabteilung und dort habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, was es dort vielleicht Neues gibt. Und ich habe was Neues gefunden, und zwar von Isana. Ein Duschgel, das ist komplett neu. Ich zeige euch das mal vom Nahen. Das ist Isana Duschgel Lemon und Lime mit Zitronen- und Limettenduft. Softpflegekomplex. Das ist auch eine DOS, auch Rossmann Eigenmarke, kennt ihr, glaube ich. Also bei mir ist das so, ich kaufe sehr, sehr gerne Isana Produkte, weil die wirklich genau auch teilweise super gut sind und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super top. Was andere zum Beispiel bei Balea haben, habe ich halt bei Isana und ja, und ich kaufe auch die Produkte meistens immer wieder nach, weil mir die einfach gefallen. Und bei diesem Shampoo hat mir einfach dieser Geruch, boah, der ist sowas von richtig auf dem Geil. Also ihr müsst wirklich mal, wenn ihr im Rossmann seid, hier dran mal riechen, falls es vorhanden ist. Das waren die letzten zwei Duschgele, die dann noch in dem Regal waren. Also muss da schon irgendwas Tolles dran sein, dass das ausverkauft ist. Ich hab meinen Mann mal dran riechen lassen und er sagte, was ist das denn für ein geiler Geruch? Er sagte selber, er würde sich sogar selber damit duschen. Also das ist selten, dass mein Mann sowas sagt. Der sagt meistens immer, was ist das für ein Pussy-Geruch oder sonst. Lustiges, ne? Also ja, fand ich jetzt, hier ist die zweite Flasche, die letzten zwei. Also ich glaube, ich muss da demnächst nochmal hin und das auf jeden Fall nachkaufen. Also mal gucken, wie das ist, wenn man sich damit geduscht hat. Ich schwärme ja alle immer von so einem, was ist das, ein Duschschaum. Da habe ich gesagt, versuche es erstmal von einer billigen Marke, ob dir sowas überhaupt gefällt. Das ist auch wieder ein Isana-Produkt, was wohl sonst. Und zwar ist es ein Duschschaum, der nennt sich Hello Spring mit lieblichen Wildrosen- und Mirabellenduft für alle Hauttypen. Ist leider nur eine Limited Edition, ich zeige euch die mal. Und irgendwie hatte mich das hier voll angesprochen. Ich weiß, und oh, das riecht aber gut. Ich werde jetzt einfach mal minimal was davon nehmen und mal gucken, wie der Duft ist. Ich habe überhaupt noch nie irgendwelche Kontakte mit einem Duschschaum gehabt. Also selbst auch von Bibi's Beauty's Palace, ich glaube, wie heißt das, Bilou, habe ich leider auch noch nie irgendwie Kontakt gehabt, weil mir einfach diese Sorten nicht so gefallen. Also ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen alle. Könnt ihr mir lieber in die Kommentare schreiben, wie die Bilou-Sorten alle heißen. Ich glaube nur einen Popcake oder sowas. Oder also sowas gefällt mir halt nicht. Ich möchte halt nicht riechen wie ein Keks oder sowas. Also ich probiere es jetzt einfach mal so minimal. Ich schüttel das. Oh. Oh ja. Boah, das riecht nach irgendeiner, das kann ich euch sagen, und zwar, das riecht sehr interessant, und zwar, wenn ihr zum Beispiel im Kiosk geht und ihr kennt doch diese 10-Cent-Artikel, diese, wo man sich so eine bunte Tüte zusammenstellen kann,
Und so riecht das auch. Also das riecht so nach so einer Pfirsich, Pfirsich, also das riecht auf jeden Fall wie so eine Süßigkeit. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Boah, das riecht echt gut. Das riecht mega. Oh, da werde ich mich gleich mit duschen gehen. Also das riecht echt gut. Also da bin ich echt gespannt, wie das Produkt so ist. Wie das nach dem Duschen auch, ob der Geruch schnell verfliegt. Da kommen wir schon zu dem vorletzten Produkt. Und zwar brauchte ich nochmal ein Micellenwasser. Meins ist so gut wie alle. Und zwar war das noch von Rival de Loop. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ihr werdet mich alle auslachen. Und zwar ist es ja, wie ich euch im letzten Haul schon gesagt habe, auch Isana geworden. Und das ist einfach so ein Micellenwasser, was man einfach da hat, dass man nochmal eins zu Hause hat. Also, weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine. Halt, dass man noch was zu Hause hat, falls irgendwas alle ist, hat man halt dann noch zur Not irgendwas zu Hause, wo man sich zum Beispiel abschminken kann oder sich Feuchtigkeit ins Gesicht zaubern kann. Ja, und das ist halt das Isana ohne Alkohol Clean and Care pflegendes Gesichtswasser mit Gurkenextrakt für trockene und sensible Haut. Das ist mir ganz wichtig, dass das für trockene und sensible Haut ist. So, jetzt zeige ich euch mein letztes Produkt für heute, wofür ich eigentlich nicht im Rossmann war. Ich war eigentlich für ein anderes Produkt da, aber das hatten sie leider nicht. Und ich bin eigentlich noch erstaunt, dass ich überhaupt noch ein Produkt ergattert habe. Und zwar ist das die Essence Born Armstrong. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich kann das irgendwie nicht aussprechen. Ich zeige euch die mal. Genau. Also das war die allerletzte Palette. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt noch so eine bekomme, weil die haben da mal überall Werbung von gemacht. Und da habe ich gedacht, komm, wenn du mal im Rossmann bist, ist es sowieso alle. So war es dann auch mit dem anderen Produkt, was ich eigentlich haben wollte. Und ich zeige euch das Produkt. Und zwar ist das sind das so geile Farben. Habt ihr Bock, dass ich hier noch einen Look mit kreiere? Oder reicht euch das, was auf der YouTube-Plattform alles vorhanden ist? Sonst würde ich das für euch noch gerne drehen. Also wenn ihr Bock habt, dann ich weiß nicht, ob jemand zu dieser Palette schon einen Look geschminkt hat. Ich werde es auf jeden Fall mal nachkontrollieren und wenn ich trotzdem noch eins schminken soll, mache ich das sehr gerne. Wir swatchen jetzt mal eins. Ich hab's. Gucken wir mal, wie die Pigmentierung ist. Oh ja. Also Pigmentierung ist auf jeden Fall da. Also wenn ihr wollt, mal gucken wir mal, dieses Blick. Upsi. Das ist natürlich. Also, wie gesagt, wenn ihr wollt und Bock habt, dass ich hier noch einen Look mit kreiere, kann ich das gerne tun. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wie das hier ausgesprochen wird. Also, Avison. Deswegen kaufen immer Produkte, die ich nicht aussprechen kann. Klasse. Ja, weshalb ich eigentlich auch in Rossmann war. Warum ich eigentlich im Rossmann war. Ich wollte mir eigentlich die Palette von Kiso kaufen, von Make-up Revolution. So, und dann habe ich online geguckt. Das kann man ja bei rossmann.de halt nachkontrollieren. Da kann man ja halt seine Filiale eintippen. Und da stand grün in ihrer Filiale vorhanden. Und ich so, gut, freue ich mich, brauche ich nicht woanders hinfahren. Ja, da komme ich da hin und denke mir, da ist der Make-up Revolution Display und gucke da drauf, keine Kiso-Palette. Ich zur Verkäuferin, ich so, haben Sie die Kiso Make-up Revolution Palette nicht? Ja, wir haben nur den Display. Und da habe ich mir nur gedacht, ist sowieso, sagen die mir dann online, dass es in dem der Filiale vorhanden ist. Naja, ist auch egal. Ich habe dann
eine Essence-Palette gefunden. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser Haul hat euch gefallen. Da würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Sehr gerne dürft ihr den roten Abonnier-Button drücken. Das ist selbstverständlich kostenlos und mit keinerlei Verbindlichkeiten verbunden. Und ja, wenn ihr möchtet, dürft ihr auch noch bei Instagram vorbeischauen. Da poste ich auch regelmäßig noch etwas. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis bald. Lasst es euch gut gehen und einen wunderschönen Sonntag euch noch.